Winter im Allgäu. Hier in Oberstdorf regieren Kälte und Schnee. Und das meist 5 Monate am Stück. Die Weiden sind verlassen und leer. Wo stecken denn die ganzen Rinder? Natürlich in ihrem Stall. So wie hier bei Bauer Wirth. Hier stehen auch die beiden besten Freundinnen Nummer 9 und Nummer 10. Warm und trocken erinnern sie sich jetzt an ihren ersten Sommer in den Bergen. Und sie denken zurück an die Erlebnisse mit den Tieren und Pflanzen ihrer Alper. Frühsommer im Allgäu. Hier befindet sich die südlichste Gemeinde Deutschlands, Oberstdorf. Bekannt für Berge, Skispringen und seine Kühe. Der Hof von Bauer Wirth am Ortsrand. Eingebettet in die malerische Landschaft des Oberallgäus. Die Jungrinder von Bauer Wirth stehen jetzt im Juni auf der Weide im Tal. Und da sind sie wieder, Nummer 9 und Nummer 10. Unsere beiden Jungrindermädels aus dem Stall. Sie tragen römische Nummern im Fell, um später von ihrem Hirten erkannt zu werden. Die beiden sind die jüngsten einer Herde von 10 Rindern. Den Sommer werden sie zum ersten Mal am Fellhorn verbringen, einem Berg im Allgäu. Dort liegt die Alpe Bierenwang. Eine Alpe ist ein Weidegebiet. Und da dürfen die beiden hin, von Juli bis September. Das wird ein reiner Ausflug für junge Damen. Die aggressiven Männer bleiben zu Hause. Sie würden diesen Sommerurlaub in den Bergen nur stören. Übrigens, da sie noch keine Kälber bekommen haben, nennt man sie nicht Kühe, sondern Jungrinder. Daher haben sie auch noch keinen prall gefüllten Euter. Und auch einen Namen bekommen sie erst als Mutter eines Kalbes. Die Jungrinder werden frühmorgens von ihrer Weide abgeholt. Bevor es auf die Alpe hochgeht, werden die 10 von Bauer Wirth zunächst mit 190 anderen Jungrindern von vielen verschiedenen Allgäuer Bauern im Tal gesammelt. Das geschieht deshalb so früh, weil zu dieser Zeit noch niemand in Oberstdorf unterwegs ist. Tagsüber wäre zu viel los und so mancher Tourist könnte unter die Hufe kommen. Den Einwohnern macht das Gebimmel nichts aus. Sie haben sich längst daran gewöhnt. Und außerdem, was wäre das Allgäu ohne Kühe? Ihr persönlicher Begleitdienst, der Hirte mit Familie und Freunden, sorgt dafür, dass auch alle den Weg finden. Und Hirte Hubert achtet auch darauf, dass kein Jungrind wieder abhaut, indem er die Weide durch einen Zaun schließt. So viel Stress am frühen Morgen. Nummer 9 und 10 bleiben dicht beieinander. Dann können sie sich nicht verlieren. Sind alle 200 jungen Rinderdamen auf der Weide versammelt, vermischen sie sich. Dann beginnt die Kennenlernrunde. Manchmal freundlich, manchmal weniger freundlich. Die Hörner brauchen die Tiere für Rangordnungskämpfe. Normalerweise hätten alle Rinder Hörner. Dabei sind Rinder mit Hörnern immer höher gestellt als welche ohne. Nummer 10 lernt jetzt diese hornlosen Artgenossen kennen. Ihnen wurden die Hörner als Kälber abgeätzt, zum Schutz vor Verletzungen in zu engen Ställen. Zum Glück mussten das unsere beiden nicht mitmachen. Doch Nummer 9 und Nummer 10 sind nicht an den anderen interessiert. Sie bleiben lieber unter sich. Am Abend vor dem Aufbruch auf die Alpe findet die Segnung der Jungrinder statt. Traditionell bittet dabei der Pfarrer von Oberstdorf um Gottes Segen für die Jungrinder.
Nummer 10 zeigt sich davon wenig beeindruckt. Die Hirten samt Familien sind hier im katholischen Allgäu mit mehr Begeisterung dabei. Es wird ein guter Sommer werden und wir beten fürs Vieh um Gottes Segen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heilige Maria, bitt für uns. Heiliger Josef, bitt für uns. Heiliger Bruder Klaus, bitt für uns. Heilige Afra, Heilige Notburga, alle Heiligen Gottes, bittet für uns. Nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Und jetzt kommt wieder das Wichtigste, ihr selber. Jeder darf wieder reinlangen und ein Kreiszeichen machen. Vor Sonnenaufgang geht es los. Der Aufstieg vom Tal hinauf zur Alpe Bierenwang. Erneut helfen Hirten, Familie und Freunde, damit keine Rinderdame ausbüchst. Hirte Hubert und seine beiden ältesten Söhne führen den Zug an, unterstützt vom Hirtenhund Poldi. Die Jungrinder brauchen etwa 2 Stunden für 500 Höhenmeter. Dabei geht im steilen Gelände sowohl Hirten als auch den Behirteten die Puste aus. Die Herde zieht sich auseinander. Die Spitzenreiter marschieren tapfer voraus. Die letzten Nachzügler haben mittlerweile schon einen Rückstand von 10 Minuten. Freiwillig würden die Jungrinder nie die Berge hochrennen. Deswegen brauchen sie hin und wieder ein bisschen Motivation. Angekommen auf der Weide können sich die Rindermädels endlich vom Auftrieb ausruhen. Der Name des Hochgebirges, die Alpen, bezeichnet ursprünglich die Bergweiden, auf denen die Rinder grasen. Fast jeder Quadratmeter wurde hier schon abgeweidet. Nur die steilsten Hänge blieben verschont. Hier oben auf der Alpe Bierenwang gibt es für die Jungrinder frische und saftige Wiesen. Diese Bergweide gibt es schon seit über 1000 Jahren. Manche Pflanzen kommen hier oben nur wegen der Rinder vor. Manche werden aber auch von ihnen verdrängt. Besonders dann, wenn zu viele Rinder zu lange auf kleiner Fläche grasen. Daher brauchen die jungen Damen ausreichend Platz, damit die Pflanzenwelt keinen Schaden nimmt. Jede Zeit hat ihren Enzian auf der Alpe. Jetzt im Frühsommer treffen die Rindermädels auf den Frühlingsenzian. Aber Vorsicht, pflückt man diese Blume und bringt sie nach Hause, schlägt dort, dem Volksmund nach, der Blitz ein. Kein Problem für Nummer 9 und Nummer 10. Sie werden die nächsten Monate sowieso unter freiem Himmel schlafen. Im Tal gibt es zu wenig zu fressen für die vielen Tiere. Und gleichzeitig betreiben sie hier oben Landschaftspflege, indem sie wie in alten Zeiten die Alpenweiden abfressen. Dabei gibt's auch besondere Leckerbissen. Arnika hilft Menschen bei Hexenschuss, Hämorrhoiden und Gelenkschmerzen. Unsere jungen Rinder haben damit noch keine Probleme. Sind sie doch erst knapp 2 Jahre alt. Aber warum nicht vorbeugend fressen? 9 und 10 sind 2 ganz unterschiedliche Typen. Nummer 9 ist neugierig und frech. Nummer 10 dagegen ist scheu und zurückhaltend. Gegensätze ziehen sich an. Immer sind sie gemeinsam unterwegs. Nichts kann die beiden trennen. Eine außergewöhnliche Freundschaft, die es bei Rindern so intensiv selten gibt.
Zwischen dem Gras treffen die beiden auf seltsame Tiere. Die Skorpionsfliege sieht gefährlich aus. Den Skorpionsstachel benutzt das Männchen aber nur, um das Weibchen bei der Paarung festzuhalten. Auch die Schmetterlinge sehen in den Bergen etwas seltsam aus. Gegen die Kälte hier oben hilft nur eine gesunde Körperbehaarung. Wie hier bei den Mohrenfaltern, die man in Zukunft korrekterweise deutsche Falter mit afrikanischem Migrationshintergrund nennen sollte. Besonders jetzt im Frühsommer sind die vielen Insekten willkommene Beute für Vögel. Doch anstatt in der stattlichen Fichte zu brüten, hat sich das Hausrotschwanzweibchen für eine Skiliftanlage entschieden. Denn da sind die Jungen trocken und winddicht untergebracht. Alle 5 Minuten taucht die Mutter am Nest auf, um ihren Jungen die Mäuler zu stopfen. Doch die Mutter sorgt nicht nur für Futter. Sie entsorgt auch das, was hinten aus ihren Jungen wieder rauskommt und hält damit das Nest sauber. Nummer 9 und Nummer 10 haben hier oben in den Bergen eigentlich ein schönes Leben. Es gibt nur ein Problem: Fliegen. Die begleiten unsere Jungrinderdamen den ganzen Sommer lang. Die Fliegen sind scharf auf die Proteine und Salze an der feuchten Nase und in der Tränenflüssigkeit. Sie können die Fliegen verscheuchen, aber sie kommen immer wieder zurück. Berge hoch und runterlaufen macht den Jungrindern keinen Spaß. Sie sind ja eigentlich keine Bergtiere. Deswegen ruhen sie sich gerne aus. Und wenn doch gelaufen werden muss, dann trampeln sie ihre eigenen Wege und Treppen in den Berg. Ein Jungrind bringt einige 100 Kilo auf die Waage. Durch ihr Gewicht und durch insgesamt 27.000 Jungrindern in den Allgäuer Alpen wird das Erscheinungsbild der Berge entscheidend mitgeprägt. Der Schlappholzsee am Fellhorn. Verrichten hier zu viele Kühe ihre Geschäfte in und um den See, sind die Seebewohner gefährdet. So zum Beispiel die Kaulquappen. Denn die brauchen sauerstoffreiches Wasser. Durch die Kuhfladen kommen aber zu viele Nährstoffe in den See. Und zu viele Nährstoffe bedeuten zu wenig Sauerstoff. Auch für die Libellen, die dann hier nicht mehr leben können. Dann wäre es auch vorbei mit dem Liebemachen. Aber das sieht ja sowieso unbequem aus. Wetterwechsel können in den Allgäuer Bergen von einer Minute auf die nächste stattfinden.
Im Regen bestätigt sich eine alte Bauernregel. Hat die Kuh ein nasses Horn, kommt der Regen meist von vorn. Dabei haben sich unsere beiden Rinderdamen längst auf schlechtes Wetter eingestellt. Sie scheuen den Regen nicht, ganz im Gegenteil. Dann werden die auf Reinlichkeit bedachten Tiere nicht nur sauber, sondern auch weniger von Fliegen geplagt. Da Gräser und Kräuter nicht genügend Salze und Mineralien für die Rinder beinhalten, bekommen sie Lecksteine. Der Fichtenkreuzschnabel wartet, bis der Leckstein weggeleckt ist und die Jungrinder verschwunden sind. Dann kann er sich über die Reste hermachen. Denn im Gegensatz zu den Fliegen kann er nicht so leicht an der Kuhschnauze lecken. Daher begnügt er sich mit der Mischung aus Salz und Kuhspucke, die noch am Baumstumpf klebt. Der Schnabel des Vogels ist nicht krumm, weil er gegen einen Baum geflogen ist, sondern weil er damit besser an seine eigentliche Nahrung kommt, die Samen in den Fichtenzapfen. Wer zu gierig am Leckstein war, bekommt danach einen riesigen Durst. Doch am Trog heißt es für Nummer 10, hinten anstellen. Denn in der Rangordnung steht die junge 10 trotz Hörnern noch recht weit unten. Nach Taktikbesprechung mit Nummer 9 und einem angetäuschten Rückzug ist dann aber der Weg frei. Nicht lange zögern und rein den Rüssel in die Schüssel. Aber nicht zu schnell trinken, sonst verschluckt man sich. Während unsere beiden Mädels noch trinken, kommt es bei den anderen schon wieder am hinteren Ende raus. Jungrinder kennen da kein Schamgefühl. Und sie brauchen keine Toilette. Genauso schnell wie das schlechte Wetter gekommen ist, verzieht es sich auch wieder. Früher oder später haben die Jungrinder auf ihrer Bergweide alles weggefressen. Dann muss Hirte Hubert sie mit Verstärkung auf die nächste Weide weitertreiben, wo es neues Futter gibt. Dabei geht es munter die Skipisten hinunter, denn im Winter befindet sich hier am Fellhorn ein großes Skigebiet. Auch Hirtenhund Poldi hilft wieder mit. Dabei müssen die Jungrinder auch Gefahren überstehen. Die Überquerung von reißenden Flüssen. Zum Beispiel. Und da zieren sich die Damen schon mal. Aber eines darf Hubert nicht vergessen, die neue Weide mit einem Elektrozaun abzusperren. Sind alle angekommen, gibt's als Belohnung frische Wiesen. Die Berge im Allgäu mit ihren Tieren und Pflanzen sind ein einmaliger Lebensraum. Damit es auch weiterhin so bleibt, gibt es das Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen, das auch einen Teil des Fellhorns schützt. Mittlerweile sind Nummer 9 und 10 im Hochsommer angekommen. Ihre Nummern im Fell sind fast wieder zugewachsen und nur noch schwer zu erkennen. Die beiden besten Freundinnen sind immer noch unzertrennlich, besonders bei der Fellhygiene.
Jetzt im Hochsommer begegnen Nummer 9 und 10 ihrem zweiten Enzian, dem gelben Enzian. Er soll gegen Schläfrigkeit helfen. Da hätten unsere beiden mal besser was von gefressen, denn besonders zur Mittagszeit kommt immer die große Müdigkeit. Als Wiederkäuer müssen unsere Rinder vor allem eines tun: Wiederkauen. Alles Gefressene wird dafür nochmals hochgewirkt und erneut gekaut. Sehr praktisch. So haben sie immer einen kleinen Snack dabei, wenn sie mal zu faul zum Fressen sind. Entspannen können Nummer 9 und 10 am besten bei einem Mittagspäuschen. Von was die beiden jetzt wohl träumen? Vom Fressen natürlich. Und welche Pflanzen ganz besonders lecker schmecken. Die schwarzwurzelblättrige Teufelskralle ist gar nicht so teuflisch, wie ihr Name vermuten lässt. Ihre Wurzeln kann man als Gemüse essen. Der harmlos klingende blaue Eisenhut ist dagegen eine der giftigsten Pflanzen Europas. Wenn die Kühe von ihm naschen, sterben sie. Was man sich als Jungrind nicht alles merken muss. Der Hummel aber macht der Eisenhut nichts aus. Sie ist für die Bestäubung zuständig, drückt sich aber manchmal um den Job. Dann beißt sie ein Loch in die Blüte und klaut den Nektar. Beim Aufwachen und Aufstehen macht sich die Verdauung bemerkbar, denn Rinder besitzen 4 Mägen und da geht einiges rein. Und was vorne reingeht, kommt hinten auch wieder raus. Besonders bei Rindern ist das eine ganze Menge. Bis zu 10 Kuhfladen à 2 Kilogramm drückt so eine Kuh pro Tag ab. Der Kuhfladen wird sofort von Insekten eingenommen. Er ist eine wahre Singlebörse. Hier gilt sehen und gesehen werden. Aber er ist auch Nahrung und Kinderstube für die Insekten und ihre Larven. Der Dungkugelkäfer ernährt sich vom Kuhfladen und legt seine Eier in den gegrabenen Löchern ab. Vom Käfer bis zur Fliege sind alle da, in allen Farben und Größen. Eine herrliche kleine Welt, perfekt auch als Startbahn zum Abheben geeignet. Fichtenwälder sind typisch für die Allgäuer Berge. Die Fichte sieht nicht nur schön aus, sondern eignet sich auch optimal für unseren neuen als Kratzbaum. In tieferen Lagen gedeihen sie prächtig. Doch je höher es hinaufgeht, desto seltener werden die Fichten. Nahe an der Baumgrenze herrschen harte Bedingungen. Im Winter eine meterhohe Schneedecke, die oft erst im Juni wegtaut. Anhand der gelben Nadeln erkennt man,
dass es den Fichten in dieser Höhe nicht besonders gut geht. Das verkraften die Latschenkiefern besser. Sie wachsen entlang des Bodens. Dadurch kommen sie mit dem Schneedruck besser zurecht. Die Jungrinder latschen auf den jungen Kiefern herum, was der Verbreitung der Latschenkiefer Grenzen setzt. Sonst hätten die Rinder hier oben bald keine Wiesen mehr und nichts mehr zu fressen. Die Nadelbäume bilden den Lebensraum für die Gebirgswaldameise. Sie braucht Nadeln, um daraus ihren Ameisenhügel zu bauen. Am Ameisenhügel herrscht ein ganz schönes Gedränge. Ameisen sind nicht besonders gastfreundlich. Kommt eine Ameise von einem fremden Hügel zu Besuch, wird sie an ihrem Geruch sofort erkannt und getötet. Ameisen können bis zum 100-fachen des eigenen Körpergewichtes tragen. Praktisch bei den schweren Nadeln. So langsam fressen sich die Rinder den Berg hinauf. Doch gegen Abend kehrt Ruhe ein. Vom Fellhorngipfel hat man einen weiten Ausblick. Hier von Deutschland aus schaut man über Österreich bis in die Schweiz. Und man kann den 40 Kilometer entfernten Bodensee entdecken. Die jungen Hausrotschwänze haben mittlerweile ihr Nest verlassen. Doch sie besitzen immer noch ihr weiches Gefieder. Und sie kommen auch noch nicht alleine zurecht. Mutters mobiler Menüservice erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Auch die Kaulquappen sind nun erwachsen geworden und hüpfen als Frösche durch die Gegend. Die alpine Gebirgsschrecke hüpft auch auf der Alpe herum. Das Männchen hat viele schwarze Streifen. Das Weibchen ist dagegen heller gefärbt und auch größer. Da die Sommer kurz sind in den Bergen, darf man bei der Partnerwahl nicht wählerisch sein. Wenn das Weibchen vor der Hochzeit flüchtet, heißt es für das Männchen nichts wie hinterher. Nicht besonders romantisch, diese Gebirgsschrecken, aber effektiv. Heimlich werden die zwei von einem Blattkäfer beobachtet. Die gibt es häufig auf den Weiden der Rinder. Die Blattkäfer fressen den Alpendost, der gerne auf den Kuhfladen wächst. Die Pflanze ist giftig, doch die cleveren Käfer nutzen die Giftstoffe. Damit werden sie selbst für ihre Feinde giftig. Nicht so clever allerdings, wenn man sich selbst den Boden unter den Füßen wegfrisst. Die Jungrinder haben noch einen anderen Gast auf ihrer Weide.
Das Murmeltier gehört zur Familie der Hörnchen. Damit ist es zum Beispiel mit den Eichhörnchen verwandt. Das Nagetier besitzt Grabpfoten, mit denen es seine Baue graben kann. Auch sein Sehvermögen ist sehr gut. Das Alpenmurmeltier lebt in Familienverbänden von bis zu 20 Tieren. Das Junge freut sich über jeden Sonnenstrahl. Denn die Hälfte des Jahres halten die Tiere Winterschlaf und kommen dabei nicht an die frische Luft. Die Rinder sind übrigens die besten Freunde der Murmeltiere. Denn sie sorgen dafür, dass die Weiden baumfrei bleiben. Die Baumwurzeln würden beim Bau der Murmeltierhöhlen stören. Durch die Pfiffe warnen die Murmeltiere ihre Mitbewohner, dass Störenfriede in der Nähe sind. Dann flüchten sie blitzschnell in ihre Baue unter die Erde. In den Allgäuer Alpen kommen viele verschiedene Gesteine an die Oberfläche. Je nach Art des Gesteins sehen hier die Berge unterschiedlich aus und bieten vielfältige Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere. Im Spätsommer wird das Gras langsam braun und Nummer 9 und 10 gehen immer noch auf ihren eigenen Wegen. Und das stets abseits vom Rest der Herde. Für die beiden wird die Nahrung langsam knapp und nachts wird es jetzt im September auch schon wieder ungemütlich kalt auf den Bergen. Der letzte Enzian kündigt das Ende des Sommers an. Der Herbst- oder Schwalbenwurz-Enzian. Auch ihm werden heilende Kräfte nachgesagt. Er soll bei Tollwut helfen. Ob das tatsächlich stimmt, spielt keine Rolle, denn die Tollwut gibt es im Allgäu nicht mehr. Und schon gar nicht bei Jungrindern. Auch die Silberdistel ist eine Pflanze des Spätsommers. Sie kann sich auf den Weiden ausbreiten, denn Stacheln schützen die Pflanze vor gierigen Jungrindern. Sie wird auch Wetterdistel genannt. Bei Sonnenschein öffnet sie sich und bietet Insekten Nahrung an. Nun sind die Beeren in den Bergen reif. Die Vogelbeeren der Eberesche zeigen sich in voller Pracht vor dem Alpabtrieb. Die Beeren werden von vielen Vogelarten gefressen. Das ist gut für die Pflanze, denn ihre Samen überstehen die Verdauung der Vögel unbeschädigt. So dürfen die Samen kostenlos mitfliegen und werden an ferner Stelle wieder abgeworfen. Der große Tag des Alpabtriebs rückt näher. Am Tag vor dem Abtrieb müssen noch die Glocken der Jungrinder, die sogenannten Schellen, gewechselt werden. Die normalen Weideschellen tragen die Rinder, damit man sie besser wiederfinden kann, wenn sie von der Weide ausbüchsen. Hubert bereitet den traditionellen Schellenwechsel vor. Die prachtvollen Zugschellen für den Alpabtrieb sind eine reine Festtagskleidung. Dabei darf Hubert den Überblick nicht verlieren, denn jede Dame bekommt ihre eigene Zugschelle. Dafür schreibt er mit Kreide die Nummern der Jungrinder vor die Schellen, je nach Größe. Kleine Rinder bekommen eine kleine, große Rinder eine große Festtagsschelle. In dem ganzen Durcheinander beim Zusammentreiben haben sich zum ersten Mal in diesem Sommer 9 und 10 aus den Augen verloren. Während Nummer 10 ihre Freundin ruft und ruft, bekommt diese nichts davon mit.
Denn mit dem eigenen Schatten zu spielen macht eben auch Spaß. So werden unsere beiden Rindermädels getrennt zum Schellenwechsel geführt. Immer 8 Jungrinder werden dafür gemeinsam in den Stall getrieben. Beim Wechsel der Schellen muss alles schnell gehen. Doch Zeit für die Frisur muss bei Damen eben auch sein. Da kommt auch schon unsere Nummer 9 mit ihrer blau-weißen Festtagsschelle. Doch wo ist Nummer 10? Nun bemerkt Nummer 9, dass sie statt Schattenspiel besser aufgepasst hätte. Doch zu spät. Von Nummer 10 fehlt jede Spur. Da hilft auch kein Moon. Hier grast Nummer 10 mit der bunten Festtagsschelle. Aber Nummer 9 hat sie noch nicht entdeckt. Kein Wunder, bei 200 Jungrindern ist das Chaos nach dem Schellenwechsel natürlich groß. Doch Nummer 9 gibt nicht auf. Sie will ihre Freundin unbedingt wiederfinden. Und endlich hat auch Nummer 10 was gehört. Nach langem Suchen das heiß ersehnte Wiedersehen. Der große Tag ist gekommen. Mit den feierlichen Zugschellen um den Hals geht's ins Tal. Die Straßen werden extra gesperrt, damit die Herde freie Bahn hat. Dabei werden die Jungrinder allerdings am Rennen gehindert, sonst wären sie bergab nicht mehr zu bremsen. Die großen Zugschellen machen dabei einen riesigen Lärm. Kein Wunder, dass die ein oder andere Dame da die Kuhschnauze voll hat und das Weite sucht. Beim Abtrieb von der Alpe kommen nicht nur die Hirten ins Schwitzen, sondern auch die Jungrinder. Deswegen fangen die Tiere in der kühlen Septemberluft zu dampfen an. Nun gibt es noch eine kleine Verschnaufpause. Die 200 Jungrinder werden im Tal zwischengeparkt, bevor es zum eigentlichen Viehscheidplatz nach Oberstdorf geht. Denn Hubert und sein Sohn müssen zunächst noch mal nachzählen, ob auch alle da sind. Da hat Nummer 9 noch kurz Zeit für eine kleine Stärkung. Vor dem Viehscheid werden die traditionellen Trachten angezogen. Die Rückkehr der Rinder ist jedes Jahr ein großes Ereignis. Alle Hirten und Helfer sind stolz, dabei zu sein. Und auch Poldi wird geschmückt.
Da alle 200 Jungrinder den Sommer gut überstanden haben, wird die Herde ein Kranzrind zum Viehscheid anführen. Das geschieht nur in den Jahren, in denen weder Hirten noch Tieren etwas zugestoßen ist. Der Kranz besteht aus den herbstlichen Pflanzen der Alper. Herbstenzian, Silberdistel und Vogelbeere. Das Kranzrind wird vom Hirten ausgesucht. Meist wählt er das größte und dickste Rinderfräulein der Herde. Also schlechte Karten für 9 und 10. Aber zumindest geht die Auszeichnung in ihren Stall. Denn es ist ein Rind von ihrem Bauernwirt. Jetzt ist es soweit. Feierlich werden die Rinder zum Viehscheidplatz geführt. Ganz Oberstdorf ist auf den Beinen. Und auch die Touristen lassen sich das Spektakel nicht entgehen. Beim Viehscheid werden die Tiere wieder auf ihre Besitzer aufgeteilt. Dabei wird per Mikrofon der Nachname des Bauern ausgerufen, dem das Rind gehört. Beim Kranzrind also unser Bauerwirt. Wir. Endlich ist Nummer 10 an der Reihe. Heutzutage ist der Viehscheid ein Volksfest. Früher war er aber auch ein Markt, bei dem die Tiere gekauft und verkauft wurden. Nicht jede Dame besitzt beim Abholen so gute Umgangsformen wie unsere Nummer 10. Und auch Nummer 9 ist jetzt dran, ziert sich aber ein bisschen. Jeder Bauer hat seinen eigenen Sammelplatz, an dem seine Tiere angebunden werden. Und endlich haben es die beiden geschafft. Ihr erster Viehscheid liegt hinter ihnen. Zurück im Winter und zurück beim Hof von Bauer Wirth. Der Sommer scheint lange her zu sein. Im Stall herrscht nun Ruhe. Keine neuen Entdeckungen, keine seltsamen Tiere oder giftige Pflanzen. Nummer 9 und 10 können sich hier auch nicht aus den Augen verlieren. Und sollte es ihnen im Stall einmal zu langweilig werden, dann können sie ja zurückdenken an ihren ersten Sommer auf der Alper.